Ja, da sind wir wieder bei Phantasmagoria, Kapitel 1, Teil 3. Und beim letzten Mal hatten wir ja Bekanntschaften mit den Tücken dieses Hauses gemacht. Erste Bekanntschaft. Nämlich dämonische Hände haben nach uns gegriffen und uns in Panik versetzt. Und dann kam unser Ehemann und hat uns getröstet. Ja, und der ist jetzt zur Arbeit gefahren. Das heißt, falls nochmal sowas passiert, haben wir keinen starken Mann, der uns, ja, tröstet. Aber wir setzen unsere Erkundungstour durchs riesige Haus fort. Gleich mal hier in den gegenüberliegenden Raum. Das Bett. Was ist das? Fotos, wie es aussieht. Ja, diesmal hat sie eingesteckt. Nee, Karten. Sah eben in dem Video so aus wie Fotos, fand ich. Oh, Bett, das verheißt doch nichts Gutes. Nicht, dass da wieder dämonische Hände aus dem Bett emporsteigen. Okay, diesmal legen wir uns erst gar nicht hin. Denn sicher ist bekanntlich sicher. Obwohl das auch nicht viel bringen wird. Ja. Spiegel. Irgendwie sieht man da nichts in dem Spiegel. Ja, schau mal in die Schublade. Ob da irgendwas von Belang drin ist. Schmuck, wie es aussieht. Und ein Zettel. Mein liebster Gaston, ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen, mein Engel. Es ist schon viel zu lange her. Lass uns ein paar Augenblicke für uns stehlen, wenn wir nächste Woche auf Soltans Fest sind. Wir treffen uns im Aussichtsturm, weg von all dem ausgelassenen Treiben. Mein Engel, wie ich mich nach deinen süßen Küssen sehne, nach deinen starken Armen, die mich halten, mich schützen. Oh ja, mein Geliebter, ich brauche Schutz. Ich fürchte, mein Mann beginnt etwas zu ahnen. Er beobachtet mich Tag und Nacht. Vielleicht können wir uns fortstehlen, fortlaufen, für immer aus seiner Reichweite. Mein einziges Glück ist der Gedanke an dich, mein Engel, für immer in tiefer Liebe, deine Marie. Ja, das war wohl ein Brief an den ehemaligen Hausbesitzer von seiner Geliebten, die ihrem Mann fremd geht mit eben diesem Hausbesitzer hier. Ehemaligen Hausbesitzer, ja. Okay, Schublade wieder zu. Schauen wir mal, was hier sonst noch so ein Bild. Vielleicht ist er das. Das scheinen immer ruhige Momente der Schwelgung in Erinnerung zu sein, wenn sie die Bilder anguckt. Kommt immer diese schön harmonische Musik. Okay, hier haben wir, glaube ich, jetzt alles untersucht. Dann geht's hier weiter. Hier haben wir auch drei Räume zur Auswahl. Nee, der ist ja immer noch da. Ich denke, der ist zur Arbeit. Oder meinte er an die Arbeit machen in dem Raum hier? Kann natürlich auch Hey, sein. Liebling. Scheiße! Bist du okay? Der Schraubenzieher, mehr nicht. Verdammter Abfluss. Die tödliche Lass mich Wunde. mal. Ich bin okay, wirklich. Weißt du was? Abflussreiniger müsste gehen. Haben wir welchen? Ich glaube nicht.
Verdammt! Diese alten Rohre sind alle verstopft. Kann ich dir was helfen? Ja, kannst mir das Ding geben? Danke, Liebling. Ja, Don repariert das Waschbecken. Ja, genau, wir machen das natürlich den Wasser. Sieht nicht verstaubt aus. Wir machen natürlich den Wasserhahn an, während er da unten ist und repariert. Wann bist du mit der Dunkelkammer fertig? Oh, wahrscheinlich in 2 bis 3 Tagen. Da hat er sich ja was vorgenommen. Okay, können wir hier... Okay, was ist das? Lampe? Adrian, sei vorsichtig. Die Lampe ist noch nicht angeschraubt. Oh. Na, wir gehen auf Nummer sicher und lassen es bleiben. Passiert jetzt hier noch was? Don? Adrian, Liebling, lass mich arbeiten. Bitte. Wir nerven ihn. Ja, komm, lass arbeiten, den Kerl. Wir erkunden weiter die Räumlichkeiten. Hier rein als nächstes. Was ist denn das? Ein alter Folterstuhl oder sowas? Sieht ganz danach aus. Den checken wir als erstes ab. Autsch! Ui! Nochmal. Autsch! Autsch! Ja, das lassen wir lieber. Das Ding ist geladen, im wahrsten Sinne des Wortes. An das Grammophon. Alles merkwürdiger Mist, der hier im Haus rumsteht. Passiert nichts. Jetzt vielleicht? Nö. Na, schauen wir nochmal in den Spiegel. Uiuiui. Was ist mit dem Foltergerät los? Okay. Passiert hier jetzt noch was, oder... Sieht nicht so aus. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Dann mal hier lang. Ach, da geht's noch höher. Wie groß ist das denn hier, die Butze? Ja, gehen wir mal da rein gleich. Das ist ein Plüschtier oder eher ein Teddy oder sowas? Oh! Uiuiui, da fällt der Kopf ab. Du hast ihn getötet! Den armen Teddy. Naja, jetzt ist er wieder heile. Jetzt... Okay, hier geht's nicht mehr. Uiuiui, die Wand bewegt sich. Die Wand lebt! Ein Dimensionstor. Oder ist das einfach nur Feuchtigkeit? Man weiß es nicht. Mein Gott, was ist das?
Und mit dieser offenen Frage beende ich auch diese Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.